Christian Schmeier, Paderborn, Beziehungscoach, Diplompsychologe und so weiter und so fort. Und wir haben mal wieder eine Frage zur männlichen und weiblichen Polarität. Da wird ja auch mal ein viertes Buch drüber gehen. Und ja, lasst mir gerne ein Abo da. Könnt ihr mich auch gerne mit einer Kanalmitgliedschaft unterstützen oder mit diesem Thanks-Button. Genau. Hallo Christian, also eine Zuschauerin, ich habe mal eine Frage zur männlichen und weiblichen Polarität. In einem Video von dir habe ich es eben gehört, dass die Frau quasi nicht so fokussiert ist. Ja, also man sagt so, weibliche Polarität ist ja so diese gleichschwebende Aufmerksamkeit, während männliche Polarität so dieses Fokussierte ist. Und um den Fels in der Brandung, wie Wasser herumschwimmt, sich hingibt. Genau, also als starke Frau habe ich natürlich schon auf meine Projekte fokussiert. Also starke, schwache Frau hat nichts mit Polarität zu tun. Weibliche Frauen in der weiblichen Polarität sind stark. Also es hat nichts mit Schwäche. Das ist so einer der großen Mythen über Polarität, dass das irgendwas mit Schwäche zu tun hat. Also hat neulich hat mal jemand so gut geschrieben, dass sie im Ausland Frauen beobachtet hat, die voll in ihrer Power sind, trotzdem total polar und warum wir das in Deutschland manchmal nicht so haben. Ja, in Deutschland drehen wir das alles so nieder. Ich weiß auch nicht, warum. Es müssen ja immer alle Männer und Frauen müssen immer gleich sein und die Pronomen wechseln. Und warum dürfen Männer nicht auf die Damentoilette gehen und ihr Geschlecht wechseln oder ihren Gender wechseln? Und ich weiß nicht, was da gerade so los ist, wenn das die neue Welt ist. Aber egal, das ist ein anderes Thema, habe ich auch ein anderes Video darüber gemacht. Aber das hat nichts mit Schwäche zu tun, ne? Ja. Gar nichts. Also als starke Frau bin ich natürlich schon auf meine Projekte fokussiert. Ja, nächste Irrtum, dass du den ganzen Tag die gleiche Polarität haben musst. Wenn du arbeitest und du bist Projektleiterin, kann gut sein, wie ganz viele Frauen, dass du dann deiner männlichen Polarität bist, ne? Und du musst schon mal gar nichts, ne? Jetzt ist die nächste Frage ist, also das ist halt auch so ein Mythos, man müsste den ganzen Tag in der gleichen Polarität sein. Nein, es geht nur um die Dating-Polarität hier. Und nicht um die Arbeitspolarität. Und die Frage ist ja auch überhaupt, in welcher du dich am wohlsten fühlst. Es geht nur darum, wo man sich am wohlsten fühlt. Es geht nicht, dass man irgendwas machen muss oder so, überhaupt nicht. Und wenn du dich den ganzen Tag in einer männlichen Polarität oder in einer Young-Polarität am wohlsten fühlst, ja, ist total in Ordnung. Da musst du nur die passenden Männer dazu finden, ne? Weil ohne zwei Polaritäten wird es schwierig mit der sexuellen Chemie so, ne? Das ist nicht meine Idee, meine These, die, denke ich, viele auch so erleben. Aber, naja. Also das wäre erstmal die Frage, welche Polarität fühlst du dich überhaupt am wohlsten? Ne? Ich verdiene oft mehr als meine Partner. Aufteilen beim Zusammenwohnen. Naja, ich meine, wenn du mehr verdienst, würde ich, sage ich bei Männern wie bei Frauen, wer mehr verdient und man wirklich committete, längerfristige Beziehungen hat, ja, wird es nicht 50-50 aufteilt, sondern nach Leistungsfähigkeit, so, ne, wie bei den Steuern auch. Und ja, das würde unter Umständen bedeuten, dass du mehr Miete zahlst, so, ne? Ist die Frage, ob dich das abfuckt, wenn der Mann weniger verdient, ne? Du schreibst hier so, verdiene oft mehr als meine Partner und schreibst dann auch danach, habe die Erfahrung gemacht, dass Männer das abtört, wenn die Frau mehr verdient. Frage an dich ist, hören dich das ab, wenn der Mann weniger verdient? Weil soweit ich die Studien, also Männer mögen das nicht, wenn die Frau mehr verdient, aber ja, weil sie nicht so als Loser dastehen wollen und so. Aber es ist, soweit ich die Studienlage kenne, ist das so, dass Männer für Männer ist dieser monetäre Status der Frau ist nicht so wichtig. Für Männer ist Optik am wichtigsten, ne? So, das ist natürlich, Optik ist natürlich auch was sehr Relatives, aber und dass Männer eher bereit sind, eine Frau zu daten, die einen höheren Status hat, als Frauen bereit sind, Männer zu daten, die sind, also jetzt, ich meine jetzt nur monetär so, ne, die da einen sehr niedrigen Status haben, ne? Ich glaube, für Frauen ist das nämlich viel wichtiger. Und weil Frauen ganz gerne, ja, vielleicht auch auf, wird ja oft so ein bisschen biologisch argumentiert, einen Mann haben wollen, der gut versorgen kann und so, ist es
ein bisschen ab. Ich könnte mir vorstellen, dass es mehr dich abtönt als die Männer so. Aber ich gebe zu, habe ich auch oft von Männern gehört, dass die das nicht so mögen. Ne? So. Es war Schweigen, wäre für mich aber auch nicht das Richtige. Nee, natürlich nicht. Das ist ja klar. Ich koche auch nicht gern, in Anführungsstrichen, die Frau nährt, Anführungsstriche. Bin auch nicht so emotional, aber nicht kühl, aber ausgeglichen. Auch hier, das, also Polarität sind Energien. Das sind nicht, also man nimmt zwar, um das zu erklären, manchmal bestimmte Verhaltensweisen, aber und ich finde schon, dass zur weiblichen Polarität gehört, dieses nährende, versorgende, was man ja auch irgendwo braucht, wenn du zum Beispiel Kinder groß, also ein Säugling hast. Aber das heißt natürlich nicht, dass du, darauf kann man jetzt nicht runterbrechen, du musst für deinen Mann kochen, überhaupt nicht so, ne? Also, gerade wenn du viel arbeitest oder vielleicht mehr arbeitest als dein Mann, muss man das vielleicht anders aufteilen, aber so eine, und wiederum reden wir nur über Dating-Polarität, ne? Also, und was ist die Frage, was willst du in deiner Beziehung leben? Und ja, zur weiblichen Polarität gehört dieses Nährende, aber das muss ich jetzt nicht in einer bestimmten Tätigkeit ausdrucken. Und das heißt auch nicht, dass es irgendwie nicht jeder gleich viel tut für die Beziehung. Das heißt auch nicht, dass du mehr tun müsstest für die Beziehung als dein Mann, überhaupt nicht, ne? Sondern es ist einfach die Frage, mit welchem Art von, was tun für die Beziehung, fühlt man sich wohl? Das ist eine Frage der Polarität, ne? So. All das macht das mit dem Leben mit der richtigen männlichen Polarität schon manchmal etwas schwer. Vielleicht kannst du mal deine Sicht dazu darstellen. Ja, du musst dich natürlich fragen, wo fühlst du dich wohl? Weil Polarität ist nichts, was vorgegeben ist. Oder was man so machen müsste. So wenn du jetzt sagst, boah, ich, also für mich hört sich das, vieles, was du schreibst, hört sich für mich mehr an so nach männlicher Polarität, so, ne? Und es gibt definitiv, ich kenne auch Frauen, die sind in der männlichen Polarität, ich kenne auch Männer, die sind in der weiblichen Polarität, da ist nichts falsch dran. Muss man nur die Dinge akzeptieren, wie sie sind, ne? Ich weiß es aber nicht, das kannst nur du für dich rauskriegen, aber wenn du sagst, hey, ich will so ein, Leben, was man klischee-mäßig mehr Männern zugedacht hat, was ein Hinweis darauf sein könnte, dass du in dieser Young-Polarität bist, go for it. Du musst, ne? Aber wenn du dann, dann ist halt die Frage, welcher Polarität willst du beim Dating sein, so, ne? Und die meisten Frauen wollen eigentlich in der weiblichen Polarität sein, selbst diese Power- Frauen, die krass im Job sind, die brauchen dann nur einen Mann, der so krass in seiner Polarität ist, dass er die Frau, wenn es aufs Date geht oder in den Abend geht, oder dass er die Frau da auch rauskriegt aus der männlichen und dass sie es auch zulässt, dass sie in ihre weibliche geht. So, ne? Das ist halt häufig das Problem. Ne? Ja, alles Weitere dann nächstes Jahr in meinem neuen Buch und wir sehen uns bald wieder.